Und bevor wir loslegen, möchte ich aber erst ein paar Glückwünsche loswerden. Seinen 70. Geburtstag feiert an diesem heutigen 18. September heute unser Finanzminister Schäuble. Und da sage ich doi, doi, doi. Ja? In dem Alter doch diese Belastung, er ist ja nicht nur Finanzminister, er wird jetzt ja auch einer dieser ESM-Gouverneure, also diese Gouverneure von diesem Wahnsinns-Rettungsschirm, das muss er jetzt auch noch bewältigen. Ich frage mich allerdings, wie? Weil, schauen Sie, als Finanzminister ist er, also als deutscher Finanzminister, ist er zum Sparen verpflichtet, muss das Geld der Deutschen zusammenhalten. Als ESM-Gouverneur muss er schauen, dass er möglichst viel rausholt. Als deutscher Finanzminister ist er uns zur Auskunft verpflichtet, als ESM-Gouverneur zum Stillschweigen. Wie soll er das lösen? Da bedauere ich ihn. Aber gut, wer unter Kohl und Merkel gedient hat, der kennt sich aus mit Persönlichkeitsspaltung. Ja? Also eine schwere Aufgabe. Meine Damen und Herren, ich habe im Urlaub einen Bundestagsabgeordneten kennengelernt und da hat er mir zu mir gesagt, bellt sich mal ganz ehrlich und unter uns, das Ganze diesem ESM-Zeug und Fiskalpakt, ich check's auch nicht, ich versteh's nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann nur hoffen, dass es richtig ist, was wir da tun. Habe ich gesagt, Herr Abgeordneter, wenn Sie keine Ahnung haben, dann haben Sie aber doch gewiss sich Ihrer Stimme enthalten. Nein, hat er gesagt, er hätte mit Ja gestimmt, weil erstens wäre ich eine Fraktionsdisziplin und zweitens, es wäre ein langer Tag gewesen und man möchte auch mal heimkommen. Ja. Und wie ich das gehört habe, habe ich gedacht, also da habe ich begriffen, was gemeint ist, was es bedeutet, unsere repräsentative Demokratie. Die, die keine Ahnung haben, wählen die, die auch keine Ahnung haben. Und die, die auch keine Ahnung haben, erzählen dann uns, die wir keine Ahnung haben, warum wir absolut keine Ahnung haben, weswegen dann wir, die wir keine Ahnung haben, wenigstens eine Ahnung haben, warum wir Leute gewählt haben, die etwas weniger keine Ahnung haben. Ja? Aber es ist ja auch kompliziert. Es ist sau kompliziert. Und andererseits ist es wieder sau einfach. Ja, das zu begreifen. Meine Damen und Herren, wir leben im Krieg. Es ist ein großer Krieg. Wir führen einen Krieg gegen den Finanzterrorismus. Es ist im Grunde genommen wie früher im Kalten Krieg. Dauernd wird nachgerüstet, nur diesmal mit Geld. Weil er so mächtig ist, der Gegner. Und deswegen werden die Finanzmärkte mit Geld geflutet. Aus reiner Verzweiflung, weil man auf diesen Feind nicht schießen kann. Ach, da war mit der Russe der bessere Gegner, oder? Ach, der Russe, wie er mir fehlt. Was hat er schon gemacht? Er stand vor der Tür und alles war gut. Der Russe. Aber jetzt will ja der Herr Draghi, der EZB-Präsident, gerne mal im Bundestag sprechen und uns Ahnungslosen alles erklären. Finde ich auch interessant. Herr Draghi, EZB-Präsident, war früher Banker bei Goldman Sachs. Also er war mal beim Feind. Er hat gewissermaßen eine kriminelle Vergangenheit. Ja. Und jetzt ist er EZB-Präsident. Im Kalten Krieg hat man gerätselt. Ist das jetzt ein Überläufer oder ein Doppelagent? Ne? Aber es ist ja alles ganz legal. Bundesverfassungsgericht hat geurteilt in Karlsruhe und im Namen des Volkes. Ja, welcher Teil der Aussage ist richtig? Stimmt, Karlsruhe. Ja. Und alle waren erleichtert. Alle waren erleichtert. Vor allem die Finanzmärkte waren erleichtert. Der Feind war erleichtert. Da ist doch was schiefgegangen. Ja. Die Finanzmärkte haben das sowieso überhaupt nicht verstanden, dass jetzt das Verfassungsgericht da urteilen muss wegen dem Grundgesetz, sagen sich die Finanzmärkte auch. Was habt ihr Deutsche immer mit dem Grundgesetz? In China geht's doch auch ohne. Viele sagen ja, das alles ist das Ende der Demokratie. Aber das ist ein Schmarrn. Ich glaube, viele haben überhaupt nicht begriffen, was Demokratie ist. Demokratie heißt immer auch einen Kompromiss schließen, Kompromisse finden. Also Beispiel, ja? Sie wollen Schnitzel, aber das Schwein will nicht zum Metzger. So. Ein schwerer Konflikt, da braucht es einen Kompromiss. Und da sieht man die Leistungsfähigkeit der Demokratie, die diese Kompromisse herstellen kann. Und dann macht die Demokratie, führt zu einem Kompromiss und er lautet dann, das Schwein darf sich seinen Metzger selbst aussuchen. Ja. Skandal, Skandal, ruft das Schwein, Volksabstimmung. Ich möchte auch über die Pfanne entscheiden, in der ich lande. Ja. Das ist Demokratie. Meine Damen und Herren, mein erster Gast ist Demokrat und zwar nicht nur das, sondern auch noch Sozialdemokrat. Ich freue mich ja sehr, dass er wieder mal jemand da ist von der SPD. Die SPD hatte ja gerade ihren Zukunftskongress in Berlin und hat nachgedacht, was sie macht, wenn sie regiert. Warum nicht? Man dürfte ja auch mal träumen. Und ich habe ja große Probleme, überhaupt mal Sozialdemokraten in die Sendung zu bekommen. Wobei mein Gast hat auch Probleme mit der SPD. Sie haben ihm übel mitgespielt damals. Und ich nehme mal an, er ist Mitglied, aber er wählt sie nicht mehr. Begrüßen Sie bitte den Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz, hier ist Kurt Beck.